Schön, dass ihr wieder vorbeigeschaut habt. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr mit diesen drei Kalottenarten einfach einen Verschluss an eine Kette montieren könnt. Ich zeige euch dies anhand einer offenen Kalotte, einer geschlossenen Kalotte und einer Reparaturkalotte. Welche ist, das machen wir gleich. Dies wäre die Reparaturkalotte. Sie wird seitlich über einen bereits vorhandenen Knoten geklappt und hat eine geschlossene Öse für die Montage des Verschlusses. Diese Kalotte könnt ihr einfach seitlich über einen bereits vorhandenen Knoten klappen. Zur Montage schiebt ihr die Reparaturkalotte einfach seitlich über den vorhandenen Knoten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch vorher einen Tropfen Superkleber auf den Knoten geben. Dann die Kalotte zusammendrücken. Ich mache das sehr gerne mit der Crimpzange, denn durch die runden Ausbuchtungen greift sie sehr gut die Kalotten. Einmal zusammendrücken und dann nicht mehr verändern. Nicht seitlich hin und her schieben, um die Kalotte genau einzurichten, denn sonst bricht diese und ihr müsst eine neue verwenden. Das überstehende Ende des Fadens mit einem Seitenschneider oder einem Nagelzwicker knapp an der Kalotte abzwicken. Und schon ist die Kalotte an die Kette montiert. Die zweite Seite der Kette geht genauso. Jetzt nur noch den Verschluss an die Kalotte heranmontieren. Dies geht am besten mit einem Spiralring. Der sieht aus wie ein kleiner Schlüsselring. Manchmal kleben die Drähte des Spiralrings etwas zusammen, deswegen klappe ich sie mit der Spitzpinzette etwas an die Seite. Dann mit der Spitzpinzette zwischen die Drähte des Spiralrings fahren und um 90 Grad verdrehen. Dann entsteht eine schöne Fuge und ihr könnt so sehr leicht den Karabiner und die Kalotte einfädeln. Dann noch drüber drehen und schon ist der Verschluss montiert. Bei den nächsten beiden Kalotten handelt es sich um eine geschlossene und um eine offene Kalotte. Diese Kalotten können nicht über einen Knoten geklappt werden, sondern man muss zuerst mit dem Garn durch ein kleines Loch in der Kalotte fahren und dann den Knoten setzen. Geschlossen und offen heißt, die eine Kalotte hat einen Haken zum Einhängen des Verschlusses und die andere Kalotte hat eine geschlossene Öse, an der der Verschluss montiert werden muss. Zum Montieren nehmen wir Perlgarn, fädeln das Garn ganz vom Briefchen ab und machen am Ende des Garns einen Knoten. Ich mache immer gern doppelte Knoten, also einfach zweimal durch das Auge durchfädeln. Dann schön zusammenziehen. Meistens geben wir auch noch etwas Nagellack auf den Knoten, damit dieser nicht so leicht auseinanderrutschen kann. Aber müsst ihr auch ohne Nagellack halten. Die Kalotte nun wie durch ein offenes Maul auffädeln. So wie gezeigt. Der Nadel durchfahren und die Kalotte ganz bis zum Ende des Garns über den Knoten schieben. Dann wieder die Kalotte mit der Crimpzange schön vorsichtig zudrücken. Wichtig ist, dass es sie wieder nicht seitlich verschiebt nach dem Verschließen, denn sonst bricht sie. Und nun mit einem Seitenschneider oder einem Nagelzwicker das Garn ganz knapp an der Kalotte abzwicken. Damit wäre nun auch schon die erste Seite montiert. Jetzt können wir auch schon die Perlen auffädeln. Je nachdem, ob es eine Kette oder ein Armband wird, mehr oder weniger. Es geht ja jetzt nicht ums Kettenfädeln oder ums Kettenknoten, sondern rein um die Montage mit den Kalotten. Wie man eine Kette knotet oder fädelt, darüber habe ich schon andere Videos gemacht. Die könnt ihr euch gerne ansehen. Die zweite Kalotte wird nun spiegelbildlich zur ersten Kalotte aufgefädelt. Also nicht durch das offene Maul, sondern von der Rückseite durch die Kalotte fahren. Dann die Kalotte ganz bis zur Perle fädeln. Und nun kommt es darauf an, den Knoten schön in die Kalotte zu setzen. Ich mache gerne doppelte Knoten, auch hier, und drum fahren wir zweimal mit dem Garn durch den Knoten hindurch. Manchmal ist nämlich das Garn so dünn, dass es sonst durch die Bohrung in der Kalotte hindurchrutscht. Nun mit einer Spitzpinzette durch die Lasche des Knotens hindurchgreifen
ganz knapp an die Kalotte ansetzen und den Knoten über die Spitzpinzette in die Kalotte hineinrutschen lassen. Mit den Fingern etwas nachdrücken, dann die Spitzpinzette abziehen und den Knoten nochmals nachschieben. Nun ist gar keine Luft und die Kalotte sitzt ganz knapp an der letzten Perle. Wie vorhin gesagt, könnt ihr gerne Nagellack nehmen und den Knoten damit vorsichtig einpinseln. Dann wieder mit der Crimpzange die Kalotte vorsichtig zudrücken. Und das überstehende Garn wieder mit dem Seitenschneider oder Nagelzwicker knapp an der Kalotte abzwicken. Schon sind beide Enden fertig mit der Kalotte versehen. Und jetzt müssen wir nur noch einen Verschluss montieren. Hier werden wir diesen schönen Magnetverschluss an die Kette montieren. Und dies geht wieder mittels Spiralringe. Den Spiralring wieder mit der Spitzpinzette etwas hin und her biegen, damit sich die eventuell verklebten Drähte lösen. Dann wieder mit der Spitzpinzette zwischen die Drähte fahren, die Spitzpinzette um 90 Grad verdrehen und dann könnt ihr wieder alles sehr gut auffädeln, weil ein schöner Spalt entstanden ist. Dann noch drüber drehen und schon ist die erste Hälfte fertig montiert. Die zweite Seite wird genauso wie die erste Seite mit dem Spiralring montiert. Und schon ist das Armband fertig. Mit den Kalotten geht das wirklich schnell. Jetzt kommt noch die offene Kalotte. Sie wird genauso montiert wie die geschlossene Kalotte. Also zuerst einen doppelten Knoten machen. Auf den Knoten, wenn ihr möchtet, etwas Nagellack geben. Und dann mit der Nadel wieder bei der Kalotte wie durch ein offenes Maul hindurchfädeln. Und die Kalotte bis zum Knoten auffädeln. Den Knoten ganz eng an der Kalotte anliegen lassen und mit der Crimpzange die Kalotte wieder schön schließen. Und das kurze Ende des Garns wieder knapp an der Kalotte abzwicken. Damit wäre auch schon die erste Kalotte montiert. Jetzt noch die gewünschten Perlen auffädeln. Ich habe hier in diesem Fall facettiert geschliffene Mondsteinperlen gewählt. Diese glänzen sehr schön, das gefällt mir sehr gut. Die zweite Kalotte wird nun wieder spiegelbildlich zur ersten aufgefädelt. Also von der Rückseite der Kalotte hindurchfädeln und die Kalotte wieder ganz bis zur Perle fädeln. Jetzt wieder einen doppelten Knoten machen und mit der Spitzpinzette werden wir wieder den Knoten ganz knapp an die Kalotte setzen. Also mit der Spitzpinzette durch den Schlauch des Knotens hindurchgreifen, ganz knapp in die Kalotte hineinfahren und den Knoten über die Spitzpinzette in die Kalotte hineinrutschen lassen. Dann noch nachdrücken, wieder etwas Nagellack auf den Knoten geben. Und mit der Crimpzange die Kalotte verschließen. Das wegstehende Ende des Garns nun wieder abzwicken. Und schon sind die Kalotten für unser Armband montiert. Jetzt wird noch der Verschluss eingehängt. Hier nehme ich nun einen Karabinerverschluss und als Gegenring einen Spiralring. Zum Montieren geht es am besten mit einer Rundzange. Denn wir müssen die offenen Enden der Kalotten etwas einrollen. Den Karabinerverschluss in die Kalotte einhängen und mit der Rundzange das offene Ende
zu rollen. Die zweite Seite genauso, den Spiralring in die offene Kalotte einhängen und mit der Rundzange wieder schön die Kalotte zu rollen. Und damit wäre auch dieses Armband fertig. So sehen sie aus, unsere fertig montierten Verschlüsse. Gar nicht so schlecht und es geht wirklich sehr einfach. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt und ich wünsche euch noch alles Gute. Danke, euer Roman von Zanaschka Mineralien.